Ich möchte euch einmal die vier Jahreszeiten erklären. Wir fangen mit dem Frühling an. Im Frühling beginnen die Pflanzen zu wachsen. Hier sieht man vor allen Dingen die ersten Blüten, die sich zeigen. Es folgt der Sommer. Im Sommer stehen die Pflanzen in voller Kraft, wie wir hier an den Sonnenblumen schön sehen können, die viel länger wachsen müssen als die ersten Blumen im Jahr. Danach wird es Herbst. Die meisten Bäume verlieren ihre Blätter und bereiten sich auf den Winter vor. Im Winter ruhen mehrjährige Pflanzen und warten auf den Frühling, damit sie dann im kommenden Frühjahr wieder austreiben können. So entsteht ein ewiger Kreislauf aus Frühling, Sommer, Herbst und Winter.